Hi, ich habe heute ein kleines Thema, das ich mit euch besprechen möchte. Und zwar geht es um das Thema, das jetzt gerade mega oft rumkursiert auf Twitter, Facebook und auch auf YouTube am meisten. Und zwar geht es um die Frage, sind YouTuber eigentlich Stars? Bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich aber noch was anderes sagen. Und zwar kann es sein, dass nächste Woche keine Videos kommen, weil ich einfach so krasse Arbeiten schreibe, dass ich da richtig hart drauf lernen muss. Und deswegen weiß ich nicht, ob es mir reicht, dass ich ein Video euch bringe oder zwei. Also ich hoffe, dass ich eins bringen kann, aber das kommt dann, wenn dann am Wochenende. Also nicht wie gewohnt Montag oder Donnerstag, sondern halt dann entweder am Freitag, Samstag oder Sonntag. Aber ich werde euch da über Twitter am Laufenden halten oder auf dem Laufenden halten. Und ja, also, dass ihr wisst, nächste Woche eventuell keine Videos, aber ja, jetzt geht's los mit dem Video. Gerade durch die Zeitschriften Stars Tube oder die Bravo-Ausgabe Tube Stars wird es ja mega diskutiert, ob YouTuber als Stars gewertet werden und ob YouTuber Stars sind. Manche sagen ja, weil die einfach auf Konzerte gehen und solche ganze Sachen, und andere sagen wiederum nein, und ja, von den Medien halt, also gerade von der Bravo, vom Fernsehen oder jetzt auch von StarsTube, von der Zeitschrift, werden halt meiner Meinung nach die YouTuber echt mega als Stars dargestellt und behandelt. Und ich wollte einfach mal so meine Meinung euch sagen und mal so wissen, was ihr darüber denkt, weil ich finde es irgendwie ein wichtiges Thema, weil ich weiß nicht, also ja, ich würde mal sagen, ich sage euch mal meine Meinung, und meine Meinung ist, dass YouTuber auf jeden Fall keine Stars sind. Also für mich sind Stars sowas wie Christina Aguilera, Rihanna, Justin Bieber, One Direction oder große Schauspieler, keine Ahnung, wie Johnny Depp oder meinetwegen auch Matthias Schweighöfer oder irgend sowas. Das sind für mich Stars, weil die stehen nur in der Öffentlichkeit. Die sind nur in der Öffentlichkeit und die verdienen nur damit ihr Geld hauptsächlich. Und das sind für mich Stars, also die kennt auch die ganze Welt, und das sind für mich Stars. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt für mich Waititi oder die Lochis Stars sind. Die sind zwar auf eine Art und Weise YouTube-Stars, aber die sind keine Stars in dem Sinn, sondern die sind halt, ich weiß nicht, also ich versetz mich mal so in die Situation zurück, wenn ich jetzt 13 oder so wäre oder 12 oder 11, keine Ahnung, und ich würde die kennen. Natürlich, die wären für mich auf eine Art und Weise ein Star, aber ich würde die nicht so als Star sehen, wie ich jetzt zum Beispiel Crow oder so sehen würde. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, für mich sind YouTuber keine Stars, auf keinen Fall, weil für mich, also ich habe ein Beispiel zum Beispiel, was ein YouTuber, also welcher YouTuber für mich ein Star wäre. Das wäre langsam, also auch nicht hundertprozentig, aber er entwickelt sich dazu, und das finde ich Sammy, weil er einfach viel mehr in die Öffentlichkeit geht, er hat viel mehr mit dem Fernseher zu tun, und deswegen entwickelt er sich langsam meiner Meinung nach zu einem Star. Ganz wichtig, was ich halt finde, man muss halt echt unterscheiden. Vergleicht es mal, wenn ihr einen Star schreibt auf Facebook, bekommt ihr da eine Antwort? Nein. Wenn ihr eine Antwort bekommt, dann müsst ihr erstens mega lang warten, also ein paar Monate locker, und ihr bekommt meistens eine Antwort von dem Management. Bei uns YouTuber ist es so, ihr schreibt uns und wir schreiben euch zurück in den meisten Fällen. Also natürlich bei so großen YouTuber, gerade wie Sammy oder so, geht es natürlich nicht immer. Aber meistens bekommt man eine Antwort zurück und ihr habt einfach so eine Bindung, weil wir sind auf dem gleichen Niveau, wir sind auf dem gleichen Alter. Wir YouTuber, wir verstehen, wie es euch geht, warum ihr die ganze Zeit am Handy hängt, warum ihr die ganze Zeit am PC hängt. Das machen wir nicht anders. Ich bin das größte Vorbild. Ich hänge den ganzen Tag am Handy und den ganzen Tag am PC, und ja, Stars machen das nicht, und die können nicht nachvollziehen, was in euren Köpfen abgeht, und wir YouTuber, wir können das. Und deswegen sind wir keine Stars. Ja, manche sagen jetzt natürlich auch von meinem Freundeskreis, oh, ich bin mit dem YouTube-Star befreundet. Also, erstmal um das klarzustellen, ich bin, wenn YouTuber Stars wären, dann wäre ich auf gar keinen Fall ein Star. Ich bin gar nichts in der Branche gesehen. Abgesehen davon sind ja YouTuber keine Stars für mich. Das kann natürlich jeder sehen, wie er will. Obwohl jetzt die Lochis, Waititi, Apecrime und so, die geben natürlich Konzerte. Liont, KF und alle, die geben Konzerte, aber das sind trotzdem keine Stars irgendwie. Das sind YouTuber, das sind ganz normale Jungs, die einfach ihr Hobby leben und damit halt ihr Geld verdienen und einfach ein bisschen erfolgreich sind, aber das sind keine Stars für mich.
ich weiß nicht, ich kann es vielleicht jetzt nicht so rüberbringen, wie ich es meine, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr findet, ob YouTuber Stars sind oder nicht. Meiner Meinung nach nein, weil wir einfach viel eine bessere Bindung zu euch Zuschauer haben und zu den ganzen Leuten, die unsere Videos anschauen, die unsere Videos feiern. Und deswegen sind wir auf gar keinen Fall ein Star. Und Stars, wie gesagt, das sind abgehobene Leute wie, keine Ahnung, Rihanna und sowas. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wie gesagt, postet mir mal eure Meinung unten in die Kommentare oder schreibt sie besser gesagt in die Kommentare unten rein. Dann können wir da ein bisschen was so schreiben. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht, weil ich sehe jetzt immer nur so die Meinung von den ganzen YouTubern und so, wer halt sagt, ja, Stars, ja, nein, Stars und so. Und ich will jetzt mal von euch wissen, was ihr findet. Sind YouTuber Stars, ja oder nein? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, ich habe halt einen Schal dran heute, weil mir ist mega kalt und keine Ahnung, ich fühle mich nicht so gut. Interessiert auch nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wie gesagt, nächste Woche kommen vielleicht keine Videos. Vielleicht kommt ein Vlog oder so. Mal schauen. Irgendwas will ich euch schon bieten. Und dann würde ich sagen, dürft ihr gerne meine letzten beiden Videos anschauen, wenn ihr Bock habt. Und meinen Kanal natürlich abonnieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und ich würde sagen, bis dann, haut rein und ja, ciao.